Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In dem heutigen Video werden wir einen weiteren GTA 6 Leak besprechen. Und zwar werden wir heute das Thema besprechen, was die meisten in GTA natürlich nervt. Und zwar die Polizei. Die Polizei in GTA 5 ist wirklich sehr, sehr dumm. Schaut man sie an, bekommt man Sterne. Sie fahren uns an, wir bekommen Sterne. Wie gesagt, das Kampfsystem und generell die Polizei ist sehr schlecht gestaltet. Selbst die Verfolgungsjagd, denkt man manchmal, Digga, was machen sie dort? Und in GTA 6 soll dies definitiv besser werden. Auch mit dem neuen Patent, was Take-Two Interactive angemeldet hat, dass die NPC schlauer werden, hilft da definitiv mit. Und in dem heutigen Video werden wir genau das Thema besprechen, was in GTA 6 besser sein soll. Das zeigt uns dieser Leak hier. Bevor wir dazu kommen, Leute, schaut in die Beschreibung oder in den Kommentaren. Dort ist mein Link zu meinem Partner JG Gaming. Ihr bekommt da wirklich sehr, sehr günstig GTA-Dollar und könnt euch dann alles kaufen in GTA und habt gar keine Geldprobleme mehr. Und das ist wirklich sehr günstig und euch passiert definitiv gar nichts. Und mit meinem Code GTA610 bekommt ihr nochmal 10% Rabatt auf die vorhandenen billigen Preise. Also schaut mal dort vorbei, um nichts mehr zu verpassen und euch alle Fahrzeuge zu leisten, die hinzukommen werden. Und abonniert diesen Kanal, um nichts mehr in Bezug auf GTA 6 zu verpassen. Aber kommen wir jetzt erstmal zu diesem Leak hier. Wie gesagt, die Polizei in GTA ist wirklich sehr dumm und in GTA 6 wird das meiner Meinung nach viel besser werden. Laut diesem Leak hier wurde das Kampfsystem von der Polizei überarbeitet. Das heißt, die Polizei geht gegen euch ganz anders vor als in GTA 5. Eventuell mit Hunden laut diesem Leak hier, mit Tränengas und mit Einsatzschildern. Natürlich tut das im Realismus ziemlich gut. Alleine wenn ihr 5 Sterne hattet und die Polizei einfach auf euch zurennt, ist wirklich sehr, sehr dumm in GTA 5. Aber jetzt, wenn sie mit Einsatzschildern, Tränengas und mit Hunden vorgehen und mit einer gewissen Taktik, dann könnt ihr eventuell wirklich sehr Probleme haben. Und es wird auf jeden Fall herausfordernder, als es momentan in GTA ist. Bin gespannt, was man da mit der Polizei alles anstellen kann, wenn es wirklich viel besser sein wird als in GTA 5. Er betont noch, dass wir viel mehr Features bekommen werden. Zum Beispiel wurde das Fahndungssystem komplett überarbeitet. Zum Beispiel, wenn ihr einen Stern habt, werdet ihr in GTA 6 nicht direkt abgeknallt, wie es in GTA 5 der Fall ist, sondern die Polizei versucht euch erstmal zu stoppen, um euch einen Strafzettel zu geben. Wenn ihr 2 Sterne habt, dann wird euch die Polizei zwar verfolgen, aber sie werden euch natürlich auch nicht töten. Aber sie werden bei 2 Sternen natürlich aggressiver vorgehen, als wenn ihr zum Beispiel nur 1 Stern habt. Wenn ihr 3 Sterne habt, wird die Polizei versuchen, euch zu verhaften und wenn nötig auch zu töten, wenn ihr natürlich Gegenwehr leistet. Und sie werden hier definitiv ganz aggressiv vorgehen, um euch, wie gesagt, zu verhaften und euch zu rammen. Wenn ihr 4 Sterne habt, wird die Polizei euch versuchen, ganz klipp und klar, zu töten. Bei 5 Sternen wird die Masse bzw. die Anzahl an Polizisten erhöht und ihr werdet da auf jeden Fall 20, vielleicht 25 Polizeiautos hinter euch haben, die euch jagen werden. Und es kommt jetzt was ziemlich Geiles, was wir uns in GTA 5 auch gewünscht haben, und zwar 6 Sterne. Viele wünschen sich, dass da das Militär kommt und euch mit Panzern jagt. Das wäre auf jeden Fall ziemlich geil, aber da habt ihr doch gar keine Chance mehr, wenn ihr mit Panzern anrollen und ihr mit dem Auto fährt. Aber wie gesagt, das 6-Sterne-System soll zurückkommen und bei 6 Sternen wird natürlich das FIB eingeschaltet und dann seid ihr am Arsch, meine Freunde. Was auch ziemlich geil ist, was dieser Leaker hier nennt, und zwar das Feature, dass wenn ihr zum Beispiel gesucht werdet, habt ihr 6 Stunden Ingame-Zeit, um euch nicht erwischen zu lassen. Wenn ihr zum Beispiel jemanden getötet habt und dann abhaut, wird die Polizei euch trotzdem weiterhin suchen. In GTA 5 ist es ja so, wenn ihr außerhalb eines Radars seid, dann wird die Polizei euch vergessen. In GTA 6 werden sie auch danach noch 6 Stunden nach euch suchen, die Zivilisten abfragen, Fahndungslevel einschalten und eure Tat wird auch im Radiosender zu hören sein und das Radio wird dann die Zivilisten vor euch warnen. Also wie gesagt, wenn ihr irgendwas tut und dann der Polizei entkommt, werdet ihr trotzdem noch weiterhin gesucht. Das ist auf jeden Fall ziemlich geil und realistischer. Aber wiederum kann das auch sehr nervig werden, wenn ihr die Polizei im Hals habt und danach gesucht werdet. Aber ich denke, das kommt nur, wenn ihr wirklich
eine höhere Straftat macht und nicht einfach irgendjemanden überfährt oder ein Auto klaut, sondern wirklich, wenn ihr 3-4 Sterne habt, dann wird euch die Polizei im Nachhinein noch weiterhin suchen, weil ihr wirklich sehr kriminell geworden seid. In GTA ist ja ganz klar, diese Alltagssachen, Autos klauen und so weiter, das wird das definitiv meiner Meinung nach nicht beeinflussen, sondern wie gesagt, nur, wenn ihr höhere Straftaten begeht. Was sagt ihr zu diesem Leak hier, zu den ganzen Features, die Polizei anscheinend mit sich bringt? Schreibt mir eine Meinung in die Kommentare, lasst uns diskutieren und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.